Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen Spielmode schaffst, No Way Out, also kein Weg raus. Das ist ein relativ leichter Mode, wenn man einfach ein paar Sachen versteht. Ich würde mal sagen, spring mal ins Video, dann erkläre ich dir den Rest. Als erstes kommen hier immer vier Gegner raus, also aus der ersten Tür. Und ja, du musst halt wissen, dass alles geskriptet ist. Also das ist das Einfache an diesem Modus. Ich dachte am Anfang, dass es voll schwer ist. Aber in Wirklichkeit ist dieser Modus komplett easy. Und wenn du, sagen wir mal, hier richtig krass abgehen möchtest, dann musst du jede Welle kennen. Du kannst hier jede Welle auswendig lernen. Also wie gesagt, vier kommen raus. Als nächstes kommen drei aus der anderen Tür rechts. Deswegen renne ich auch gleich rüber, weil ich das weiß. Also ich habe mir das auch auf einem Notizblock aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt aber nur die ersten sieben Wellen notiert. Und deswegen werde ich in den letzten Wellen Fehler machen. Auf jeden Fall hier drei. Einer hatte meinen Rucksack. Das ist halt das, was du verstehen musst. Das muss dir die Sicherheit geben. Weil am Anfang kann es sein, dass dich dieser Modus einfach krass einschüchtert. Glaub mir, du kannst hier alles berechnen. Du kannst hier alles berechnen. Auch diese Zombies. Jetzt zum Beispiel kommt jetzt einer raus. Also hier kommt jetzt einer raus und aus der anderen Tür kommt einer mit diesen, mit diesen Gasbehältern halt. Auch diese sind programmiert, das ist alles geskriptet. Jeder Zombie ist immer derselbe Zombie. Guck mal, siehst du, da ist einer schon mit diesem Gasbehälter. Und ich persönlich mache das immer so, dass ich ihm auf die Beine schieße und dann den Gasbehälter auf den Boden lege. Und wenn ich ihn dann brauche, wenn dann mehr Zombies halt unterwegs sind, dass ich dann den Gasbehälter erst sprenge. So, jetzt an der Stelle war leider so, dass er irgendwie nicht reingekommen ist. Der ist da irgendwie reingebackt. So, jetzt einfach auf die Beine schießen. Und dann fällt der Gasbehälter und dann, wenn du ihn mal brauchst, weil das wäre jetzt zu schade, den einfach so zu töten. Da habe ich jetzt nicht gleich bemerkt, dass er noch lebt. So, dann haben wir gleich die nächste Welle. Da kommen jetzt zwei und zwei raus aus jeder Tür. Also siehst du, du kannst hier halt alles berechnen. Das bedeutet, siehst du, hier schieße ich immer drauf. Das ist wichtig, schieß hier drauf, damit die zwei Gepanzerten sterben. Warum? Weil nächste Runde würde dann dieser Gasbehälter verschwinden. Also immer wenn, ich habe so gemerkt, also immer wenn ein anderer Typ mit Gasbehälter kommt, dann verschwindet der erste Gasbehälter. Ja? Deswegen solltest du ihn immer verbrauchen. Und ja, wie gesagt, also ich habe mir persönlich nur die sieben Wellen gemerkt. Deswegen werde ich hier auch jetzt Fehler machen. Also weiterhin. Aber wenn du dich halt orientierst, so wie ich das hier mache, ja, dann wirst du das schaffen, weil die Zombies immer gleich kommen. Sie kommen immer gleich. Dann, was du halt noch wissen solltest, ist, dass du von diesem Gasbehälter halt irgendwie, ich glaube, sogar fast keinen Schaden nimmst. Ich weiß nicht. Also manchmal stehe ich neben dem Gasbehälter, schieß drauf und passiert nichts. Ja, in anderen Resident Evil Teilen wärst du gestorben, weil die Explosion dich halt tötet. Aber hier ist es so, dass du wirklich sehr nah am Gasbehälter stehen kannst, der explodiert und dir fast gar nichts passiert. Ja. Also ich glaube sogar gar nichts. Also ich kann mich natürlich irren, aber irgendwie ist mir da noch nie was passiert. Ich glaube, das wird auch in diesem Run auch so sein, dass ich hinter den Gasbehälter gehe als Schutz, weil mich die überrennen werden. Und im Endeffekt, jetzt ab dieser Welle siehst du, jetzt spiele ich so ein bisschen unplanmäßig, weil ich mir keine weiteren Wellen aufgeschrieben habe. Wenn du, sagen wir mal, sagst, ey, ich möchte jetzt krasser Experte werden, dann musst du jede Welle auswendig lernen. Und dann wirst du sie wirklich... Also das habe ich noch gewusst, dass jetzt hier diese Giftmonster kommen. Der erwischt mich jetzt leider hier, weil ich, ja, zu nah dran gestanden bin. Das war ein bisschen ärgerlich. Und wie gesagt, wenn du wirklich krasser Profi sein willst, zum Beispiel in diesem Mode, dann musst du einfach jede Welle auswendig lernen oder aufschreiben, so wie ich es jetzt zum Beispiel am Zettel hier gemacht habe. Und ja, dann wirst du es wirklich schaffen. Dann ist es so, dass es noch eine Kopfbedeckung gibt. Und diese Kopfbedeckung kriegst du nur, wenn du... So, was mache ich hier? Wieso habe ich drauf geschossen? Ich habe jetzt irgendwie hier nicht drauf geschossen. Also die Kopfbedeckung, die letzte Kopfbedeckung kriegst du nur, wenn du 60 Schuss, also nicht mehr als 60 Schuss aus der Pistole rausfeuerst. Das heißt, das ist nur möglich, wenn du hier wirklich alles berechnest. Alles, ja. Diese Kopfbedeckung brauchst du aber nicht für die Erfolge. Also im DLC, Achtung, ganz wichtig, im DLC gibt es nur zwei Erfolge. Einmal für Mr. Raccoon-Figuren und einmal dafür, dass du alles schaffst. Wenn du das jetzt hier gemacht hast, so wie ich es dir gezeigt habe, hast du alles geschafft, dann hast du alle Erfolge. Also ich habe jetzt zum Beispiel alle Erfolge gemacht.
So, und diese Kopfbedeckung, diese letzte Kopfbedeckung, die ist einfach on top. Also das heißt, du musst sie nicht haben, du kriegst keine Erfolge dafür und so weiter und so fort. Und hier mache ich das so, weil ich normalerweise konzentriere mich halt auf diesem Kanal darauf, dass ihr alle Erfolge kriegt. Ja, ich konzentriere mich nicht darauf, dass wir jedes E-Stack haben, dass wir alles komplett haben und so weiter, sondern ich konzentriere mich, sagen wir so, wie so ein Achievement-Hunter halt. Ja, was muss man machen, damit man alle Erfolge hat? Deswegen, Freunde, machen wir das so, weil das ist schon viel Arbeit, das alles zu berechnen mit diesen 60 Kugeln. Ich kann das schon machen, wird mich aber ungefähr 3-4 Stunden kosten, das alles zu berechnen, auszurechnen und eine Strategie vorzuweisen für alle Wellen. Ja, also ich kann das machen, aber nur, wenn die Leute das wirklich wollen, weil ich denke, die wenigsten wollen das. Ja, deswegen machen wir das Ganze einfach so, wenn wir 50 Kommentare haben, also 50 interessierte Leute, die sagen, ja, ich will diese Kopfbedeckung unbedingt, ich will sie unbedingt, dann setze ich mich hin, analysiere das alles, wird ungefähr 3-4 Stunden Zeit kosten für mich. Ich werde das gerne machen, wenn, wie gesagt, die Nachfrage da ist. Ansonsten mach es einfach so, wie ich es hier gemacht habe, dann hast du alle Erfolge, dann bist du ja bei 100%. Und wenn du keinen Bock hast zu warten, dann kannst du es auch selber analysieren. Wie gesagt, du kannst alle Wellen die aufschreiben auf dem Blatt Papier. Ich habe jetzt diese ersten 7 Wellen gemacht und du hast gesehen, ich habe sie auch perfekt gemacht, die ersten 7. Jetzt kommen erst die ganzen Fehler, weil ich eben nicht weiß, was auf mich zukommt. Das ist halt immer so, wenn du das Wissen hast, kannst du perfekt das Ganze steuern und beherrschen. Wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, wenn du nicht weißt, aus welcher Tür die Zombies kommen, wenn du nicht weißt, welche Zombies kommen, wie viele Zombies kommen, dann ist natürlich immer mehr Luck dabei, also immer mehr Zufall, sage ich mal so, ob du es packst oder nicht. So, hier habe ich leider nachgeladen, deswegen habe ich mich entschieden, drauf zu schießen. Und du siehst es, du wirst zwar zurückgeworfen von diesem Gasbehälter, aber dir passiert gar nichts. Übrigens, der eine Gasbehälter ist verfault, im Endeffekt, der ist ja da im Eck gelegen. Und den habe ich nicht benutzt. Wie gesagt, da habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemerkt, dass der Dicke noch lebt. Ich habe mich gewundert, hä, was ist da los? Warum ist da die Tür offen? Warum kommt keiner? Aber dieser Zombie lebt noch. Und wie gesagt, das ist so krass geskriptet hier, dass sogar die Zombies immer die gleichen sind. Ja, also so wie die ausschauen. Ja, das sind immer dieselben. Kommen immer dieselben raus. Und dadurch kann man das wirklich leicht lernen. Also, was ich dir halt sagen kann, ist folgendes. Lass dich von diesem Mode nicht einschüchtern. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich so, wow, okay, 100 Zombies, oh mein Gott, ich wurde dann voll überrannt. So bei 50, 60 Zombies wurde ich überrannt, ja. Aber dann habe ich so gedacht, okay, Moment mal, lass mal analysieren, lass mal gucken, ob das immer dieselben Wellen sind. Habe angefangen aufzuschreiben auf dem Blatt Papier. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja immer dasselbe, ne? Und alles, was halt geskriptet ist, das ist halt natürlich leicht zu beherrschen, weil das kann man auswendig lernen und ja. Also das ist wirklich deutlich, deutlich einfacher. Und wie gesagt, das mit diesen 60 Schuss, da muss man schon wirklich komplett alles berechnen. Welche Zombies tötet man mit der Pistole, welche mit den anderen Waffen. Aber wenn du ein bisschen schlecht ausrechnest, wird dir das nicht reichen, du wirst sterben. Also das kostet schon ein bisschen Arbeit, das alles zu berechnen. Auch zu berechnen zum Beispiel, wie führe ich die Zombies. Ja, so dass ich zum Beispiel mit einem Raketenwerfer zum Beispiel in den Haufen reinschießen kann. Oder wie führe ich die Zombies so, dass ich den Gasbehälter am besten sprenge. Also da müsste man schon wirklich sich Arbeit machen, um die 60 Kugeln, also um den letzten Hut zu bekommen. Aber es ist leicht. Es ist wirklich leicht, glaub mir. Man muss halt einfach nur sich die Arbeit machen und das Ganze berechnen. Ja, hier stunne ich ihn. Normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, aber die machen ein bisschen Druck von hinten. Weil sonst hätte ich einfach die Pistole genommen. Und man muss schon gut berechnen. Weil zum Beispiel diese Gnade, die ich gerade benutze, also mit diesen Pfeilen, die ist halt sehr gut gegen diese Bubbleheads oder wie die heißen. Also diese, du weißt schon, diese neuen Zombies, die sich regenerieren. Also da ist sie die beste Waffe halt. Und ich benutze sie auch gerne gegen die Gepanzerten. Weil da kannst du halt egal wo reinschießen und die dann einfach schön schocken. Immer schön halten, ja, damit die volle Ladung, du siehst ja, ich halte. Und das ist auch der Nachteil der Waffe, weil in der Zeit, ja, wurde ich leider vergiftet. In der Zeit können die halt, von der anderen Seite kommen, die Zombies. Hier habe ich sehr wenig Platz, aber sehr viel Heilung. Habe ich mich entschieden, halt erstmal so zu spielen. Ja, diese Bubbleheads da. Ich nenne sie mal Bubbleheads.
Die kann man sehr gut mit dieser Knarre schocken. Ansonsten, was mir hier halt echt taugt in dem Mode, ist der Flammenwerfer. Da muss man aber aufpassen, dass man nicht an irgendwelchen Regalen steht, weil man sonst selber sich kurz verletzt, also so ein bisschen gestunt wird halt. Ja, echt geile DLC. Also alles in allem finde ich echt nice. Auch die Erfolge, ich finde das absolut okay, dass es zwei Erfolge nur gibt. Das ist absolut okay. Fand ich auch cool mit den Mr. Raccoon-Figuren, falls du es nicht gesehen hast. Ich habe ja gestern das noch in der Nacht hochgeladen alles. Also ich, wenn sowas rauskommt, will ich natürlich so schnell wie möglich dir alles bieten, dass du alle Lösungen hast, weil es ist halt ärgerlich, wenn man nicht weiterkommt. Und ja, wie gestern noch um 2 Uhr hochgeladen. Bin schon gespannt, was uns noch erwartet. Also, welche DLCs auf uns warten. Ich habe so die Vermutung, ich habe auch so, glaube ich, irgendwo so Gerüchte gesehen im Internet, dass noch weitere Charaktere rauskommen werden. Zum Beispiel Marvin. Da würde ich mich richtig freuen. Das ist dieser eine in der Polizeistation, also am Anfang, der auch im Original drin war. Also, das wäre richtig geil, wenn da noch weitere Charaktere halt zu sehen wären. Oder zum Beispiel dieser eine Polizist, der zum Beispiel da die Beine verloren hat. Also du weißt schon, dieser ganz am Anfang, wenn man in die Polizeistation reinkommt. Also da könnten noch einige Charaktere halt... Ah, da habe ich jetzt echt krass gefailt. War ich ein bisschen aufgeregt irgendwie. Ich weiß nicht, manchmal ist es so, dass... Das ist auch bei Tekken so, wenn dich einer krass überrennt, dann verlierst du so ein bisschen kurz die Fassung. Ja, bin sehr, sehr gespannt, was da uns alles noch erwartet. Da habe ich jetzt, das war jetzt voll komisch. Da bin ich erst gesehen, wie die Animation war. Aber ich glaube, ich habe keinen Schaden davon getragen. Da werde ich jetzt ziemlich krass überrannt. Es wird dann noch eine Stelle geben, da werde ich so krass überrannt. Und das Schlimme ist dann, meine Gnade ist nicht nachgeladen. Und ja, das kommt noch, wirst dann sehen. Aber alles in allem, ja, ist es schon leicht machbar, weil, wie gesagt, ich habe nur die ersten sieben Wellen berechnet. Also wirklich gewusst, was auf mich zukommt. Danach habe ich einfach so intuitiv gespielt. Und ja, warum es halt so einfach ist, weil wir halt einfach voll die krassen Waffen hier kriegen. Also du siehst ja, man kriegt hier wirklich alles Mögliche. Da habe ich mich dann doch entschieden, die Pistole zu benutzen, um einfach dann wirklich genug Munition zu haben. Weil einmal war es halt so, ich wollte halt ja so wenig Munition aus der Pistole wie möglich benutzen und hatte dann keine speziellen Munition mehr für diese Bubble Heads und dann haben sie mich echt überrannt. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Deswegen würde ich schon mit der Pistole so viel wie möglich. Also mein Tipp ist wirklich, benutze die Pistole so oft es geht für die normalen Gegner. Sonst kann es sein, dass dir die Spezialmunition ausgeht und du dann Probleme kriegst mit den Spezialgegnern. Und wie gesagt, wenn du diesen Hut haben willst mit den 60 Schuss, dann muss man das schon gut berechnen. Ja, das kann man nicht dem Zufall überlassen. Also sowas, das ist schon knapp, da muss man schön berechnen. Und das kann man jetzt nicht irgendwie einfach zufällig schaffen, sondern da muss man schon überlegen, da muss man eine Strategie haben. Und wie gesagt, wenn 50 Leute reichen mir schon aus, wenn 50 Leute Interesse daran haben, aber jetzt wirklich ehrlich, nicht jetzt einfach, ja, will ich so, damit ich es produziere, sondern wirklich, wenn ihr wirklich Interesse habt, wenn ihr sagt, hey, ich will das unbedingt, dann machen wir nochmal die Arbeit, setzen mich nochmal hin und rechnen das alles aus. Weil ich meine, also ich persönlich, ich mache halt die Erfolge, ja. Weil was will ich jetzt mit dem Hut? Okay, ich kriege jetzt den Hut nochmal, ja. Aber ich spiele die Modes, diese Modes eigentlich gar nicht mehr, ja. Also weil, die haben ja alles gemacht, ja. So, hier habe ich genug Heilung gehabt. Hier habe ich geguckt, ja, wie kann ich denn mit den Raketenwerfer so schießen, dass ich die beiden erwische? Habe ich hier so überlegt, dann sind sie Gott sei Dank darüber gekommen. Dann war richtig schön gesprengt. Siehst du, und sowas muss man halt berechnen. Wenn man das richtig berechnet, dann kann man das immer machen. Ja, weil das ist ja geskriptet. Die sind ja geskriptet alle, ja. In diesem Mode. Und ja. Das ist schon echt nice. So, dann habe ich hier nochmal eine Uzi gehabt, aber die ist nicht, hat nicht mehr reingepasst. Ja, die sind echt ekelhaft, diese Bubble Hits. Wenn du da keine, wenn du nur mit die Pistole hast, dann können sie dich wirklich überrennen. Die sind wirklich gefährlich, nicht zu unterschätzen. Wirklich nicht zu unterschätzen. Da habe ich jetzt entschieden, obwohl ich rausgeballert habe, habe ich entschieden, da Raketenwerfer zu benutzen, weil da halt noch ein Gegner gekommen ist. Im Endeffekt haben wir schon fast 88 Gegner.
Halte durch jetzt. Wie gesagt, also für dich ist jetzt leichter, weil du kannst ja bei mir immer gucken, was kommt. Immer Pause drücken zum Beispiel, also gucken, wie ich hier spiele. Dann Pause drücken, dann kannst du schon mal, dann weißt du, von wo die kommen, ja, die Gegner. Zum Beispiel sowas wird dir nicht passieren, weil du halt dann weißt, dass da... Jetzt, pass auf. Pistole nachladen. Ich will auf den schießen dort, damit die alle explodieren. Kann ich nicht, weil die Pistole bei null ist. Ich check's immer noch nicht, will schießen. Ja, der lädt aber nach, wird wieder gepackt. Also das war eine krasse Stelle. So, und dann habe ich schnell ins Menü bin ich gegangen, habe die Uzi halt genommen. Ich weiß nicht, wie sie die hier heißt. Im Endeffekt ist es eine Uzi. So, wie heißt sie? MQ-11. Dann habe ich sie ausgerüstet. Bin hier ein bisschen abgehauen und dann... Bam! Ja, schön aufgeräumt. Und dann sind wir schon bei 97. Also du siehst es. Und das kann man halt planen. Ja, wenn man checkt, von wo die kommen... Wenn man weiß, wie viele, dann kann man das bewusst planen. Ja, jetzt kommen noch drei Gegner. Ich glaube, ein Bubblehead war da. Ah, das ist, da habe ich es nicht gecheckt, dass die Beine frei sind, wollte ich auf die Arme schießen. Da ist sogar nochmal eine Knarre. Also zum Schluss ist es wirklich relativ easy. Weil man wird dann nochmal überschüttet mit Waffen. Da ist dieser Bubblehead da. Da habe ich verschossen. Da habe ich gedacht, ey, ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe keinen Bock, hier noch getötet zu werden am Ende. Ja, jetzt werde ich noch vergiftet, aber dann habe ich geguckt, ja, komm, alles im grünen Bereich. Und ja, das war noch heftig hier, dass mich fast gepackt hat. Hätte mich aber nicht gestört, weil ich habe dann noch genug Heilung gehabt. Ja, und dann haben wir noch einen, da habe ich noch überlegt, okay, was mache ich mit denen? Aber dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe doch Munition. Das ist ja der letzte und dann ja, habe ich ihn geschockt. Das Lustige ist, ich finde die Sequenz am Ende richtig geil, weil jetzt kommt Leon, ja, und rettet ihn. Also er hat hier 100 Gegner getötet und jetzt kommt Leon, der Held, und er schießt einen und hat ihn gerettet. Ja, also wie das so halt ausschaut, ich finde das so ein bisschen lustig. So, ja, get down, zack, tötet einen und hat ihn gerettet. Hammer, richtig geil, Leon hat ihn gerettet. Er tötet 100, ja, und Leon tötet einen. Ja, das war die Strategie. Ja, das war die Strategie. Wie gesagt, du siehst, das ist relativ einfach, wenn man weiß, was auf dich zukommt. Stopp einfach immer, drück auf Pause, guck immer, was bei mir passiert und dann kannst du, ja, wie gesagt, das besser planen, bist du vorbereitet und dann kannst du, ja, gegen die Zombie-Horden angehen, ja, da kannst du dich wehren und dann schaffst du das alles. Man kriegt auch sehr interessante Kopfbedeckungen hier. Ich finde zum Beispiel Licker-Kopfbedeckung richtig krass und was interessant war, wir haben ja da auch noch eine Kopfbedeckung, die ein Monster zeigt, was wir noch gar nicht kennen. Also das fand ich auch nochmal sehr, sehr interessant. Ja, ich bin sehr gespannt, welche DLCs noch kommen. Abonnier den Kanal, damit du nichts verpasst. Das nächste große Projekt, da ist der Licker zum Beispiel. Ja, und dann gibt's hier noch ein Monster. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Ich glaube, dieses hier. Ja, genau. Also das haben wir noch gar nicht gesehen. Da bin ich sehr gespannt, was rauskommt. Wie gesagt, das nächste große Projekt wird Devil May Cry 5 sein und natürlich alle DLCs von Resident Evil. Ansonsten werde ich auf diesem Kanal auch alle Resident Evil Spiele auf 1000G machen oder halt auf Platin. Also ich persönlich spiele auf der PlayStation. Und ja, abonniere, damit du uns nicht aus den Augen verlierst. Also viel Erfolg, wir sehen uns.